Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich möchte heute gemeinsam mit euch diese Box hier auspacken. Es ist die nachhaltige Trendradar Trendbox und die enthält immer mindestens 7 Produkte aus den Bereichen Fashion, Food, Wellness und Design. Und wenn euch interessiert, was sich in der Märzbox so verbirgt, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Je nach Abolänge bezahlt ihr 30 bis 35 Euro für die Trendbox und bekommt sogar noch alle 2 Monate extra Produkte mit in die Box gepackt, solltet ihr ein Jahresabo abschließen. Das ist natürlich ein schöner Anreiz. Außerdem habt ihr immer die Wahl zwischen der klassischen und der veganen Variante und ich zeige euch in meinem Video die klassische Variante. Ich habe eine Kooperation mit der Trendradar Trendbox und kann sie euch so einmal zeigen. Herzlichen Dank fürs Zusenden, liebes Trendradar-Team. Und jetzt packen wir sie aber auch direkt einmal aus. Die Trendbox kommt immer im gleichen Versandkarton. Ihr habt hier aufgrund der Nachhaltigkeit keine extra Box im Versandkarton, sondern nur so ein bisschen, ja, wie so Backpapier, Seidenpapier, worin dann schon die Produkte zu finden sind. Ich mache jetzt den Deckel einmal auf und dann schauen wir uns mal an, was das Thema für diesen Monat ist. Hier habt ihr einen ersten Blick in die Box und sie ist echt prall gefüllt. Das Besondere bei der Trendbox ist auch, dass sie immer Full-Size-Produkte bekommt. Hier sehen wir jetzt auch ein kleines Kärtchen. Da steht drauf, an wem unsere Box gepackt wurde. Das war bei mir in diesem Monat die liebe Sarah. Herzlichen Dank, Sarah. Außerdem haben wir jetzt hier auch immer noch den Flyer. Der liegt auch immer mit dabei. Ein kleines Begleitheft, wo auch das Thema verraten wird und das ist Wild Garden. Es passt zum März, wenn jetzt der Frühling so langsam anfängt und die Blumen wieder sprießen und die Bäume grün werden. Da passt das Thema wirklich sehr gut dazu. Hier ist auch eine kleine Einleitung drin, die werde ich euch gleich vorlesen. Außerdem findet ihr hier alle Produkte immer abgebildet, Beschreibungen dazu und auch Preisangaben. Und da kann man immer mal reinblättern, falls man irgendwas zum Beispiel auch in die Hände bekommt, womit man nichts anfangen kann. Das ist wirklich immer ziemlich gut erklärt. Und ich stelle die Kiste jetzt mal hier vor mich ab. Und dann nehmen wir uns nochmal das Heftchen hier zur Hand und wir lesen uns einmal kurz die Einleitung durch. O du schöner Frühling ist die Überschrift. Deine Wild Garden Box. Einer der schönsten und magischsten Momente im Wechselspiel der Jahreszeiten ist jener, wenn die wärmenden Sonnenstrahlen über die winterliche Kälte obsiegen, die ersten Frühblüher in voller Farbenpracht an die Oberfläche treten und wir das Wiedererwachen der Natur mit jeder Faser unseres Körpers spüren können. Der Duft frischer Kräuter, das Leuchten der bunten Blüten, das Rauschen der Blätter und die Gesänge der Vögel. Mit unseren Sinnen nehmen wir diese Vielfalt der Natur auf und spüren dadurch selbst eine neue Lebensenergie in uns emporsteigen. Einen kleinen Extraschub soll dir dabei deine Wild Garden Box schenken. Im März wollen wir mit dir den Frühling herzlich begrüßen und setzen in der Auswahl deiner neuen Lieblingsprodukte auf die Vielfalt der frisch erblühten Natur. Freue dich auf den betörenden Duft von Blüten und Kräutern und genieße die bunte Schönheit in deinem eigenen kleinen Waldgarten. Das ist eine schöne Einleitung, das hat mir gefallen. Vielleicht haben wir auch ein paar Blumensamen oder so mit in der Box. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mal bei der Trendbox gehabt. Und dann konnte man die sich einsehen und dann auf dem Balkon zum Beispiel oder im Garten wilde Blumen wachsen lassen. Wir schauen mal, was wir jetzt hier alles so Schönes drin haben. Und ich habe hier als allererstes eine ziemlich große Dose und da sind Hasen abgebildet. Ich glaube, es sind Hefeteighasen. Ich weiß es nicht genau, aber es passt natürlich hervorragend, denn Ostern steht vor der Tür. Wir haben hier Osterhäschen aus Germteig. Also kein Hefeteig, Germteig. Für 5 Häschen, eine Premium-Backmischung ist das und besteht zu 100% aus österreichischem Mehl. Ja, ob das was Besonderes ist, das weiß ich nicht, das österreichische Mehl, aber vielleicht steht ja hier noch etwas mehr mit auf der Verpackung drauf. Hier hinten steht in jedem Fall auch direkt die Backanleitung mit drauf. So leicht backst du 5 Osterhäschen und dann wird das ganz genau beschrieben. Der Teig muss eine ordentliche Weile ziehen und ja, mal gucken. Ich werde es auf alle Fälle ausprobieren. Ich finde das total lustig und süß, weil ich es auch so passend finde. Und die Häschen hoppeln ja zu Ostern auch durch die Wiesen und Gärten und verstecken da die Eier. Also ich finde auch, das passt sehr gut zum Thema. Gefällt mir richtig gut. 404 Gramm sind hier übrigens drin.
Und ja, ich kann ja dann vielleicht mal ein Foto auf Instagram oder so veröffentlichen, wenn wir die Häschen gebacken haben. Ich werde es gemeinsam mit meinem Sohn machen. So, jetzt haben wir hier als nächstes eine Tüte und die habe ich so noch nie gesehen von Radico Organic Hair Treatment Powder. Okay, etwas zur Haarpflege in Pulver, Puderform. Hair Wash and Treatment, also eine ja, Haarwäsche zur Haarreinigung und zur Pflege soll das gleichzeitig sein. Es besteht zu 100% aus Biofrüchten und Samenpulver, ist vegan und hier sind 100 Gramm drin. Ich habe jetzt so überhaupt keine Vorstellung, wie man das anwendet und wie das überhaupt funktioniert. Deswegen schaue ich jetzt hier auch noch mal auf die Rückseite. 100% Organic. Okay, hier steht alles auf Englisch. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Begleitheft da auch eine deutsche Beschreibung und Anleitung ist, aber hier steht es auch auf Englisch und ich versuche das jetzt mal so zu übersetzen. Man soll eine Paste aus dem Puder machen mit Wasser im Verhältnis 1 zu 3, bis es die Konsistenz von Joghurt hat. Dann soll man das auf das Haar auftragen. Und mit einer Plastikkappe abdecken, also quasi dann wie eine Kur, würde ich sagen. Man soll es für eine Stunde in den Haaren lassen. Das ist natürlich eine echt lange Zeit. Also ich glaube, ich würde das dann zum Beispiel vom Baden gehen machen, dass ich mir das anrühre, in die Haare auftrage, dann in die Wanne steige. Da liege ich nämlich gut und gerne mal etwas länger drin und lasse mir dann ab und zu warmes Wasser nachlaufen. Ich glaube, da würde ich dann auf die Stunde kommen. Und dann soll man das nämlich auswaschen. Wash your hair till the water runs clear. Also so lange auswaschen, bis das Wasser klar wieder ist. Und ja, interessant. Hier ist Amla mit drin. Rita, keine Ahnung, was das ist. Shikakai. Ist da auch noch mit drin? Das kann ich euch ja mal raussuchen und dann mit einblenden, was das alles ist. Und ja, ich würde sagen, das ist so ein typisches Produkt, was einfach ausprobiert werden muss und getestet werden muss. Vielleicht ist es ja richtig gut. Ich stelle es mir allerdings schon auch etwas kompliziert in der Anwendung vor. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Nach dem Tütchen folgt ein Säckchen, denn da habe ich jetzt einmal dieses hier gegriffen. Es ist so ein Organza-Säckchen und das sieht ziemlich natürlich holzig vom Farbton aus. Hier auf dem Bild ist ein See mit Wald abgebildet und dann steht da Duftsackerl, Zirbe. Von der Zirbenwerkstatt kommt das. Okay, ich glaube, das sind quasi wie so kleine Holzspäne von der Zirbe. Ja, es riecht auch sehr holzig. Es ist mal ein anderer Duft, nicht unbedingt ein Duft, den ich so bevorzugen würde, wenn ich mir den zum Beispiel zu meiner Wäsche stelle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es meinem Mann besonders gut gefallen könnte. Ich glaube, ich persönlich würde das sogar für Dekorationszwecke oder so verwenden. Ne? Eine schöne Schale, da das dann reinstreuen, vielleicht ein paar Osterhäschen oder so draufsetzen und dann hat man schon eine schöne Osterdekoration, die gleichzeitig auch noch ein bisschen schönen Zirbenduft verstreut. Finde ich ganz cool eigentlich die Idee und ich glaube, dafür werde ich das auch verwenden. Jetzt habe ich etwas ganz Spannendes gegriffen, denn es ist hier nochmal extra so mit Seidenpapier eingeschlagen. Ich kann die Schrift hier nicht so wirklich drauf lesen. Ich würde sagen, Fluctio. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich mache es jetzt aber einfach mal direkt auf. Hier ist noch ein Herz mit abgebildet, ganz süß. Es ist ziemlich leicht. Es fühlt sich an, als wenn hier so einzelne Sachets oder so drin sind. Nee. Wir haben hier etwas aus einem samtigen Material. Und das sieht aus wie so ein kleines Portemonnaie oder so. Es fühlt sich wirklich ganz interessant an und erinnert mich an ein Portemonnaie, was ich mal in einer anderen Box hatte, so vom Design her. Irgendwie ist es ganz süß. Von der Farbe her trifft es nicht ganz meinen Geschmack, muss ich auch sagen. Hier hinten steht noch Studio 8B drauf, aber Studio mit Z geschrieben. Und ich mache das hier mal auf. Mal gucken, wie es hier drin ausschaut.
Das ist so ein Knopf, der hier einfach durchgesteckt ist. Und dann ist das einmal das Innenleben. Da ist noch eine kleine Karte drin. Ich glaube, das hier war nur zum Schutz noch mit. Ja, dann haben wir hier eine kleine Karte drin. Da steht drauf, dass es handgemacht ist. Fair und vegan. Viel Freude mit deinem Mini-Flower-Etui. Es wurde mit viel Liebe zum Detail in Deutschland handgefertigt und besteht aus 100% veganem Leder und filigranen Blättern für eine besondere Haptik. Okay. Also es fühlt sich wirklich total interessant an. Ich würde jetzt nicht unbedingt Münzgeld oder sowas hier reinmachen, weil ich da Sorge hätte, dass das vielleicht aufgeht oder die rausfallen oder wie auch immer. Aber ich stelle es mir ganz praktisch vor, für Visitenkarten zum Beispiel. Ich muss mal schauen, da mir die Farbe ehrlich gesagt nicht so sehr zusagt, denke ich, werde ich meinen Sohn fragen, ob der daran Freude hat, weil der liebt so kleine, ja, Etuis und Geldbörsen und so weiter und verstaut da ganz viele verschiedene kleine Schätze drin. Er ist 8 und er findet immer wieder kleine Schätze, die er irgendwo besonders verstauen möchte. Und ich glaube, das könnte ihm ganz gut gefallen. Also darum denke ich, werde ich das meinem Sohn geben. Und habe ich es nicht gesagt, wir haben auch etwas in der Box, um unseren Garten oder den Balkon zu verschönern, nämlich diese beiden Produkte hier. Ich fange mal mit dem Tütchen hier an. Da haben wir Original Mössinger Sommer, bunte Blumensamenmischung aus der Saatgutmanufaktur. Und dann sind da ganz viele verschiedenfarbige Blumen abgebildet. Ich sehe Sonnenblumen. Die anderen kann ich alle nicht so wirklich zuordnen. Ich bin botanisch leider eine Null. Hier steht noch die Aussaat beschrieben, also von wann bis wann, die Keimung, Kultur, Standort, Blütezeit und Verwendung. Eine Exklusive von dem früheren Stadtgärtnermeister Dieter Felger zusammengestellte Premium-Blumenmischung aus über 35 Arten und Sorten der beliebtesten Sommerblumen, die den ganzen Sommer über aufblühend für eine wunderschöne Blütenpracht sorgen. Aufwuchs ca. 30 bis 80 cm, einjährig blütend und Inhalt ausreichend für ca. 6 Quadratmeter. Ich glaube, für den Balkonkasten ist das schon zu viel. Hier steht jetzt auch leider nicht so hundertprozentig drauf oder gar nicht drauf, was das für Blütensaaten genau sind. Ich glaube, das wird einfach eine bunte Überraschung. Und ja, wenn ich von meinem Balkon runtergucke, ist da so ein Stück Wiese. Ich glaube, da werde ich das verstreuen und quasi sehen und da ist das dann auch nicht so viel. Und um unseren Garten dann noch gut zum Gedeihen zu bringen, ist hier noch diese Flasche mit drin von Biotaurus Erntefreude, ein Pflanzenaktivator für leckeres Bio-Obst und Bio-Gemüse, lebende Mikroorganismen und es ist die natürliche Alternative zu Dünger. Okay, habe ich so auch noch nie gesehen. Ich finde es aber ganz gut, dass das ein natürlicher Dünger ist. Hier ist auch beschrieben, wie man das verwendet. Man soll es im Gießwasser zum Beispiel auflösen. Und ja, mal schauen. Ich hatte sowieso auch überlegt, vielleicht mal ein kleines Gemüsebeet oder so zu machen mit Tomaten. Da würde das dann zum Einsatz kommen. Ansonsten sollte ich mich dann doch dagegen entscheiden. Wüsste ich jemanden, dem ich das geben könnte, nämlich meine liebe Schwiegermama, sei lieb gegrüßt, denn sie hat jedes Jahr im Garten immer so ein paar Pflänzchen mit Tomaten, Gurken und so weiter auf ihrem Balkon stehen und da könnte sie das sicherlich gut gebrauchen. Jetzt habe ich hier so eine kleine Flasche gegriffen von Berliner Schott, ein Vitamin C Schott. Oh, mal kein Ingwer Schott, das finde ich gerade echt gut. Hier ist außerdem auch Zink mit drin. Und Aronia und Sanddorn. Außerdem viele wichtige B-Vitamine, nämlich Vitamin B12, B6, B3 und B5. Und das unterstützt das Immunsystem, steht hier noch drauf. Das werde ich gerne ausprobieren. Das stelle ich mir ziemlich fruchtig vom Geschmack vor. Und ja, 60 Milliliter, das soll man einfach so pur trinken. Man kann es aber theoretisch ja auch ins Mineralwasser mixen oder so. Das mache ich dann bevorzugt mit solchen Produkten. Und jetzt haben wir hier noch etwas zum Futtern, was wir uns zubereiten können, nämlich diese Tüte hier von Biodo
Das sagt mir auch so gar nichts. Die Marke Bio vom Feinsten. Ein Beerenmus mit Bourbon-Vanille. Und die soll dann schon in 3 Minuten fertig sein. Das ist gut. Das geht dann fix. Da kann man mal schnell was zaubern, wenn man einfach nicht so viel Zeit hat. Nach Belieben zu süßen steht hier noch drauf. Und hier hinten ist dann einfach noch auch beschrieben, was da drin enthalten ist. Es soll eine luftig cremig steht hier noch mit feiner Beerennote, mit feinen Heidel- und Johannisbeeren. Und die liebe ich ja total, mein Sohn auch. Also denke ich, wenn wir beide das dann naschen. Hier ist keine Gelatine drin. Und ja, köstlich auch für Obstkuchenkreationen zum Beispiel. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so als Füllung oder sowas. Interessant. Man braucht in jedem Fall 100 Milliliter kalte Milch und 250 Milliliter kalte Sahne. Und dann wird das Ganze mit 1 bis 2 Esslöffel Zucker zusammengerührt mit einem Handrührgerät. Und dann kann man das schon fast genießen. Noch kurz in den Kühlschrank. Ja, cool. Probiere ich auf alle Fälle aus. Jetzt sehe ich hier einen Schwamm, aber er sieht ein bisschen ulkig aus, zumindest hier die eine Seite. Wir haben hier einen Ökoschwamm kratzfrei mit pflanzlichen Fasern ist das. Okay, und der hat hier so zwei Seiten. Einmal so die gelbe, die ist weich. Und hier diese bräunliche, die ist etwas härter und die fühlt sich aber schon kratzig an. Sie schreiben hier kratzfrei. Vielleicht bezieht sich das auf die gelbe Seite. Ich bin mir nicht sicher. Das ist von Mimimi. Auch ein süßer Markenname, ne? Ja, ganz süß. Es besteht aus Kokosfasern tatsächlich, Zellulose in Klammern aus Holz und Recycling-PET in Klammern 6%. Ein Schwamm kann bis zu 20 Küchenrollen ersetzen. Und Grünerle GmbH steht da noch mit drunter. Also wahrscheinlich ist Grünerle GmbH die Dachmarke und Minimi, so heißt das Produkt. Ja, ganz cool. Also so mit Kokosfasern und so, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und Schwämme kann man auch immer gebrauchen. Von daher testen wir den auch einfach dann mal aus. Jetzt habe ich hier was zu naschen gefunden. Und ich muss gerade schmunzeln, denn da steht der Name meines Mannes drauf. Ne, Schatzi, hallo Hans. Und er würde sowas gar nicht essen, denn hier ist auch Honig mit drin und er mag überhaupt nichts, was süß ist. Ja, Hanf, Hans und Honig. Apfelzimt, nur 4 Zutaten, die genussvolle Hanfrevolution steht hier noch drauf. Und es wird so ein Riegel sein, der halt vielleicht besonders gut schmeckt oder Proteine enthält, keine Ahnung. Und ich habe den auch noch nicht gesehen. Hier sind tatsächlich 62% Hanfsamen enthalten und 25% Honig, dann 12% getrocknete Apfelwürfel und Zimt. Und mehr ist da nicht drin. Das klingt ziemlich fruchtig. Ja, fruchtig. Proteinquelle schreiben sie hier auch tatsächlich drauf. Es ist vegan und eine Omega-3-Quelle. Ich glaube, die nehme ich mir mit auf die Arbeit. Und wenn ich dann an meinen Schatz denken muss, dann werde ich den futtern. Auch ein Magazin habt ihr oft mit in der Trendbox und diesmal ist es das Fox Magazin. Und das finde ich ganz cool, denn das hatte ich, glaube ich, bisher noch nie irgendwo mal in der Box mit dabei gehabt. Nachhaltige Kompetenz seit 2012 steht da noch, Nummer 21, Frühjahr 2021 ist das. Und hier haben wir abgebildet Marie Nasemann und ich glaube, sie hat mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Meine ich mich zu erinnern und ich fand sie da ziemlich sympathisch. Kann aber auch sein, dass ich mich da jetzt komplett vertue. Ich bin da nicht so ganz firm mit, aber ich glaube, sie hat da mal mitgemacht. Und dann steht hier noch, warum wir anfangen müssen, in Kreisläufen zu denken. Die Zukunft der Mode. Außerdem geht es noch ums Frühlingserwachen, Verwöhnprogramme für Körper und Seele. Und das passt dann wieder ganz gut zum Thema des Monats. Jetzt habe ich diese Rolle hier noch entdeckt und wenn Trendvader noch mal echt extra etwas so einpackt, dann ist es meistens ein Produkt, wo die Verpackung aus Glas besteht. Und da haben wir lecker Oliven und die hatte ich auch schon mal. Mani Bloyel grüne und Kalamata Oliven mit Chili und Kräutern sind die. Und ich meine, die Marke war es, die wir auch schon mal in der Trendbox hatten, die mir hervorragend geschmeckt hatten. 205 Gramm sind hier drin und ich esse Oliven ja am liebsten pur als Fertigprodukt.
Fernsehsnack oder so. Ja, mag ich total gerne und die sehen wirklich sehr lecker aus. Ich hoffe nur, sie sind nicht zu scharf. Ich mag es schon hin und wieder auch gerne mal leicht scharf zu essen, aber wenn es dann zu scharf ist, das nicht so ganz mein Ding. Aber ich denke, da Chili und Kräuter hier drin sind, wird das ziemlich ausgewogen sein und da freue ich mich drauf, die auszutesten. Jetzt haben wir hier noch zwei Produkte und die sind aus dem pflegenden Bereich. Ich glaube, ich starte einmal mit dieser Schachtel hier. Die kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Genau, Delilou. Eine Handcreme mit Paranuss ist das. Tiefenierend und 60 Milliliter sind hier drin. Ich zeige euch die Tube einmal. Sie ist aber ziemlich schlicht vom Design. So weiß und fühlt sich so ein bisschen ja, metallisch an. Ich weiß nicht, was das für Material ist. Ich weiß, die liebe Franka von Frankas Favorites, die mag diese Handcreme total gerne. Sie liebt diesen Duft. Es ist halt ein sehr nussiger Geruch. Ich mag den auch ganz gerne, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein liebster Duft, was Handcremes betrifft. Aber es ist schon irgendwie eine spezielle Handcreme. Ich habe die aber vor kurzem auch erst in einer Box gehabt. Darum packe ich die hier wieder in die Umverpackung zurück und werde die mal in eine Verlosung oder sowas geben. Mal schauen. Die Kreation dieser Handcreme geht auf die traditionelle Herstellung der Paranussmilch zurück. Nach der Ernte schälen die Frauen aus verschiedenen Kommunen in Nordbrasilien Stück für Stück die knusprigen Paranüsse. Sie werden anschließend geraspelt und nach einer langsamen Zugabe von Wasser entsteht eine weiße Torte, die auf eine besondere Art geknetet wird. Daraus wird die cremige Paranussmilch, ein wichtiges Nahrungsmittel der Region, herausgepresst. Der regelmäßige Kontakt mit dieser Milch schenkt den Frauen geschmeidige und gepflegte Hände. Aufbauend auf den wesentlichen Bestandteilen der Paranussmilch bietet diese Handcreme angereichert mit Hafer- und Honigextrakt ein langanhaltendes Erlebnis, unendlich samtweiche Haut. Ich finde es ja total schön, wenn man so die Geschichte hinter einem Produkt erfährt und das fand ich jetzt sehr, sehr nett und das freut mich natürlich. Und ja, aber wie gesagt, ich habe es noch einmal hier bei mir zu Hause und das wartet auf Anwendung und das werde ich dann darum einfach weitergeben. Und das letzte Produkt ist einmal eines von Tautropfen und ich finde, auch da ist der Markenname irgendwie besonders schön, so Tautropfen. Das ist einfach eine coole Geschichte, was sie sich da vom Markennamen überlegt haben. Hier haben wir eine Anti-Age-Pflege drin, ein regenerierendes Gesichtspflegeöl für reife Haut ist das. Das ist cool. Und hier sind wohl 5 Milliliter drin. Das steht hier so auf der Umverpackung. Wir schauen uns das mal an. Ich hoffe, das ist eine kleine Pipettenflasche. Ja, ist es. Und hier ist nochmal so ein extra Schutz oben mit drauf, damit die Flasche nicht so hin und her wackeln kann. Und die sieht ja süß aus. Die sieht ja richtig cool aus. Also das ist so. Ja, sowas mag ich einfach total gerne, weil ich finde, so ein Beauty-Produkt darf auch gerne mal was fürs Auge sein, was man sich gerne so schön ins Badezimmer hinstellen kann. Natürlich ist das Produkt selbst das Wichtigste, dass es einen guten Job macht und gut pflegt. Ich finde es toll, dass hier eine Pipette mit dabei ist und diese Milchverglasung, die macht es irgendwie sehr hochwertig. Das werde ich mir in mein Backup stellen und das wird getestet. Wir schauen jetzt hier einmal noch kurz in das Begleitheft mit hinein, denn da sind immer noch mal ein paar interessante Geschichten drin und auch eventuelle Abweichungen von den einzelnen Produkten. Und bei den Oliven fängt es hier einmal an. Da hätte es noch alternativ grüne Oliven Natur geben können. Über die hätte ich mich genauso gefreut. Von Biotaurus hatten wir den Bio-Pflanzendünger und da hätte es neben Ernte, Freude auch Gartenglück geben können. Das ist einmal hier mit abgebildet. Dann haben wir Dein Trend Goodie. Genau, hier, also es sind sogar zwei Produkte als Goodie für die Jahresabonnenten drin. Und zwar einmal das Duftsäckchen ist eines der Goodies. Und dann das Gesichtsöl ist das zweite Goodie für die Jahresabonnenten. Und da hätte es alternativ aber noch eine Duschemulsion Sanddorn oder Rose geben können. Das ist hier einmal hier unten abgebildet. Und das sind doch echt tolle Goodies, oder? Wie immer ist hier in dem Heft auch eine Idee, was man aus dem Versandkarton basteln könnte. Denn
TrendRaider achtet halt insbesondere auch auf Nachhaltigkeit. Upcycling ist da auch ein Thema. Und hier könnte man aus dem Versandkarton ein Osternest basteln. Und das ist natürlich die perfekte Anregung für den März und für diese Zeit. Finde ich ziemlich gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch einen Spoiler auf die Box im April haben. Und der steht immer ganz zum Schluss bei dem Heft mit drin. Deine Trendbox im April. Ein Lächeln auf den Lippen bei deiner persönlichen Ich-Zeit. Mit dir im Einklang sein und einfach das Leben genießen. Im April soll es vor allem darum gehen, dass du dich rundum wohlfühlst. Für diese gute Laune-Mission haben wir deine Soulbox mit sehr viel Liebe und positiver Energie zusammengestellt. Und das mit den schönsten und nachhaltigsten Seelenschmeichlern, die du dir vorstellen kannst. Ob bei einem ausgiebigen Wellnessprogramm, dem Genuss süßer Snacks oder heilsamen Entspannungsmomenten nur für dich. Deine Trendbox im April ist ein wahrgewordenes, viereckiges Powerpaket purer Glücksharmonie, das jede Situation in deinem Alltag in eine Wohlfühloase verwandelt. Das klingt ziemlich cool. Soulbox. Vielleicht haben wir da Schokolade mit drin oder einen wärmenden Tee oder sowas, der einfach gut für die Seele ist. Vielleicht haben wir auch so eine Art Tagebuch oder sowas drin. Das hatten wir auch schon ein paar Mal bei TrendRaider, wo man so seine Gedanken aufschreiben kann. Das stelle ich mir gut passend zu diesem Thema vor. Vielleicht irgendwas Kuscheliges noch. Ein Handtuch oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das Thema ist ziemlich vielseitig. Da kann man viel mit drin verpacken. Es bleibt also ziemlich spannend. Und das warten wir dann einfach mal ab, wenn es dann im April soweit ist. Wir haben jetzt alles ausgepackt. Wir sind fertig, am Ende angekommen. Und mir hat sie insgesamt wirklich gefallen. Ich fand die Mischung sehr schön. Ich fand es passend zum Thema. Ich freue mich drauf, diese Osterhäschen mit meinem Sohn zu backen. Das ist mein persönliches Highlight. Über die Oliven freue ich mich. Über Hans freue ich mich sowieso immer. Ja, kleiner Spaß am Rande. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen und ihr verpasst auch keine Videos mehr. Und hier blende ich euch mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder. Ich kann nicht mehr reden. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.